Schloss Gartrop wurde geplant und erbaut durch Albert Giesbert von Hüchtenbruck. Auch wird vermutet, dass das Schloss auf den Grundmauern mittelalterlicher Vorbauten entstanden ist. Zur Schlossanlage das Herrenhaus sowie zwei Gartenhäuser, dazu die Kapelle aus dem Jahr 1698. Sie wurde 1836 mit neugotischen und maurischen Stilelementen versehen. Die Lage des Schlosses ist idyllisch schön, landschaftlich zwischen Lippe und dem Wesel-Datteln-Kanal. Radfahrwege entlang der Lippe und dem Kanal, Golfplätze oder Spazierwege durch den märchenhaften Hünxer Wald laden Gäste aus der Region und dem benachbarten Ruhrgebiet ein. Auch eine Wassermühle gehört dazu. Sie macht einen gut erhaltenen Eindruck, ein schönes Kulturdenkmal. Die Südwand stammt noch aus dem 15. Jahrhundert. Die Westseite wurde im 18. Jahrhundert in Backstein ausgeführt. Für Rast und gute Speisen ist bestens gesorgt. Der im Schlosspark neu entstandene Landgasthof Blumrad verwöhnt mit einer hervorragenden Speisekarte im Restaurant und im schönen Biergarten.